Was war das wirklich Schlimmste bisher in deinem Leben? Also wirklich das Schlimmste. Nicht irgendwelche Alltagsquerelen, nicht die typischen Streitereien, die kommen und gehen. Es ist ja immer wieder so in Bezug zu wichtigen Menschen, haben wir mal Auseinandersetzungen, die können auch stärker sein, die können sehr stark sein und wir haben weniger Auseinandersetzungen mit diesen Menschen, wie das im Leben so ist. Es geht hin und her, es gibt Täler, es gibt Berge, es gibt gute Zeiten, es gibt schlechtere Zeiten. Aber ich meine hier tatsächlich in diesem Audio das Schlimmste in deinem Leben. Wenn du darüber mal nachdenkst und reflektierst, auch in der Folge dieses Audios, was war wirklich das Schlimmste in deinem Leben? Nicht, vielleicht war es so etwas wie, dein Kind wurde dir weggenommen von einem Partner, von einer Partnerin und du hast es nicht mehr gesehen. Und du hast dich bemüht und hast alle möglichen Hebel in Gang gesetzt, ist aber nichts passiert. Das Kind war einfach weg und du hast das Kind vielleicht jahrelang nicht gesehen. Oder vielleicht hat dich deine Mutter betrogen um das Erbe. Also wirklich schlimme Sachen auch, nicht, wo du darauf angewiesen warst und wo es auch immer vielleicht hieß, das bekommst du und wenn wir da nicht mehr in dem Anwesen wohnen, dann kriegst du das Anwesen und dann hast du es nicht bekommen. Und dann ist was anderes passiert. Vielleicht war ja das das Schlimmste, oder? Was war wirklich, wenn du diese Priorität setzt, wenn du das Absolute setzt und wirklich auch ruhig darüber nachdenkst, was war wirklich das Schlimmste oder gab es vielleicht gar nichts Schlimmes in deinem Leben, waren es mehr oder minder Kleinigkeiten? Ich will damit auch sagen, wir neigen als Menschen immer wieder dazu, auf hohem Niveau zu jammern, wenn ich das so sage. Also immer wieder zu sagen, naja, ich kann daran rumnörgeln, ich kann an einer anderen Sache rumnörgeln, das ist mir nicht recht, jenes ist mir nicht recht, aber wirklich schlimm sind diese Dinge oft gar nicht und sie relativieren sich dann, wenn wirklich etwas Schlimmes im Leben passiert. Also das Schlimmste im Leben ist zum Beispiel der Verlust, der Todesverlust eines Partners oder anderer Menschen, zu denen du einen wichtigen Bezug gehabt hast. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein, die dann wirklich schlimm, absolut schlimm sind und wo es dann auch lange Zeiten dauert, bis man so etwas verarbeitet hat. Man hat es vielleicht am Anfang dann verdrängt und man hat sich ins Leben hineingestürzt und hat gesagt, okay, wenn das nicht geht, dann mache ich was vollkommen anderes. Also meinetwegen, du hast das Kind verloren, das wird dir entzogen, nehmen wir mal an. Und dann hast du dich in die Arbeit hineingestürzt und das hat dich die ersten paar Jahre kaum interessiert. Du warst einfach so beschäftigt, du hast dich abgelenkt und das war auch sehr erfolgreich oder gut für dich gewesen. Und du bist da drin sehr gut und du hast funktioniert und all das und im Nachhinein dann vielleicht nach einigen Jahren wird dir klar, mein Gott, was habe ich damals gemacht? Ich habe das absolut verdrängt, ich bin in absoluter Notlage gewesen, ich habe mir aber zu helfen gewusst und habe das Leben trotzdem auf die Reihe gebracht, aber im Nachhinein würde ich sagen, vielleicht nach einer 10-jährigen Bilanz oder einer Retrospektive, das war dann wirklich schlimm, das war wirklich schlimm. Alle anderen Dinge wie da hat mich eine Frau verlassen, da hat mich ein Mann verlassen, da habe ich Probleme, auch starke Probleme am Arbeitsplatz gehabt. Die relativieren sich dann, die sind dann gar nicht mehr so wesentlich, weil sie einfach im Angesicht dieser Hierarchie des Schlimmsten, des möglich Schlimmsten, gleich auf eine ganz andere Stufe gehen als, sagen wir mal, eine bestimmte Unbequemlichkeit, die wir immer wieder erleben im Leben. Also ich will damit sagen, das Leben zeigt uns die wirklich schlimmen Dinge, die passieren können, die uns wirklich fundamental erschüttern und die dein Leben tatsächlich prägen. Von da an bist du vielleicht ein anderer Mensch geworden. Von da an hat sich möglicherweise, wir kennen sowas in der Psychopathologie, deine Persönlichkeit verändert, also Persönlichkeitsveränderungen durch Extrembelastungen. Das können Krisensituationen sein wie Naturkatastrophen, wie schwere Unfälle, wie Flüchtlingsdrama und all diese Dinge. Also das Schlimmste im Leben. Und wenn man jetzt auch so ein Audio anhört, dann denkt man vielleicht, mein Gott, ja, schlimme Sachen, wirklich schlimmste Dinge habe ich in meinem Leben nicht gehabt oder ich erkenne sie nicht oder ich kann sie nicht erkennen oder es war einfach nicht da. Also kann ich dann eben auch meine Probleme und Konflikte, die ich im Alltag habe, in den typischen Situationen, relativieren und sagen, naja, andere Menschen haben viel schlimmere Dinge.
Und anderen Menschen geht es viel schlechter als mir. Das sehen oft viele Menschen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, mit Psychothemen beschäftigen. Und dadurch relativiert sich das. Und dann sind sie irgendwo zufriedener, weil sie sagen, naja, mein Gott, das ist der Alltag, die Alltagskonfliktlagen. Die typischen Unbequemlichkeiten, die immer wieder geschehen können, passieren können, aber eigentlich geht es mir gut. Und wenn ich das vergleiche mit anderen Schicksalen, dann ist das in Ordnung. Aber zurück zu deinem Schlimmsten, wenn du überlegst, es ist ja jetzt keine Konstruktion, wo wir so tun, als ob wir was Schlimmstes oder etwas sehr Schlimmes konstruieren, sondern du reflektierst darüber. Es hat einen Anstoß, wenn du dieses Audio hörst. Und du überlegst und es kommen so gewisse Dinge in Frage. Andere Dinge kommen weniger in Frage, wenn du dich jetzt erinnerst. Und da ist dann plötzlich das Schlimmste, was vielleicht in einer Verhaltensweise, in einem bisherigen Schmerz, der schon zur Alltäglichkeit geworden ist in deinem Leben, sich gezeigt hat, vielleicht in einer psychosomatischen Störung oder auch überhaupt auch in einer Krankheit, wo du sagst, ja, da ist eigentlich etwas sehr schlimm. Das ist das Schlimmste irgendwo. Und das ist das, was ich tragen muss. Und auch die schlimmsten Dinge im Leben können wir tragen, nicht? Die können wir mit Unterstützung tragen, die können wir mit uns selbst ausmachen. Und die können wir bewältigen oder auch weniger bewältigen. Oder vielleicht scheitern wir immer wieder daran. Vielleicht wird es immer problematisch, weil wir sie immer wieder aufrühren, falsch aufrühren. Und in dem Sinne daraus einen Selbstläufer machen und der Selbstläufer kann dann sehr problematisch werden und dann hängt man an der Sache fest, die eigentlich jetzt gar keinen Anlass mehr hat. Die ist tragischerweise passiert in deinem Leben, aber du kannst dein Leben auch anders leben. Deswegen sind wir als Menschen so flexibel und so vielseitig und finden immer wieder Wege, um aus Situationen, aus problematischen Situationen hinauszukommen. Was ist das wirklich Schlimmste in deinem Leben? Ich habe diese Eingangsbeispiele genannt. Das ist oft Verlust geliebter Personen natürlich. Und da ganz besonders von Ehepartnern, von Beziehungspartnern oder eben von Kindern oder anderen wichtigen Menschen in deinem Leben. Und ja, wie ist das, nicht? Wie hat das stattgefunden? Und es ist schon wichtig, darüber auch immer wieder zu reflektieren. Und unsere Psyche ist so strukturiert, dass sie immer wieder daran erinnert und diese Erinnerung fragmentarisch hochkommt und wir uns damit auseinandersetzen und beschäftigen können. Und dann so mein Plädoyer, lasst es dann zu, wenn es da ist. Es ist einfach da, es hat jetzt seine Zeit, es ist assoziierbar. Vielleicht hast du einen Gesprächspartner, vielleicht hast du einen Therapeutin, einen Therapeut, mit dem du darüber reden kannst und sprechen kannst, dann ist das gut. Dann hat das jetzt einfach seinen Anlass. Und es ist nicht etwa, wie viele Menschen sagen, na, ich will da nicht mehr dran rühren. Das war damals so schrecklich und so fürchterlich und es ist besser, wenn ich da nicht mehr dran gehe. Das ist sicherlich nicht der Weg, sondern es in der Angemessenheit betrachten zu können und mal wieder betrachten zu können. Also bei mir im Leben sind das zwei Situationen gewesen, die wirklich schlimm waren. Alles andere, Partnerschaftskräche, auch Beziehungscancelungen und neue Beziehungen und die Beziehung war fertig und das hat bei mir immer so ein 50-50 Turnus gehabt, wo ich sage, zu 50% habe ich mit einer Partnerin Schluss gemacht, zu 50% haben die mit mir Schluss gemacht. Also sowas, nicht, wenn man denken könnte, mein Gott, war das schlimm gewesen, aber es war nicht wirklich schlimm. Das gehört zum Leben. Und das möchte ich nicht missen. Also diese Beziehungserfahrung, weil die natürlich dann eben auch zu einer Entwicklung deiner eigenen Persönlichkeit beigetragen haben. Und es wichtig war. Aber diese zwei schlimmen Dinge, die sind wirklich große Geschichten, die auch immer wieder auftauchen, ab und zu. Und das ist gut so, wenn sie auftauchen. Dann kannst du dich ein Stückchen damit beschäftigen, dann kannst du es wieder loslassen. Du machst, wie gesagt, keinen Selbstläufer daraus. Es verselbstständigt sich nicht oder du bist dann der ewig Leidende und der Mensch, der fürchterliche Dinge erlebt hat und dir geht so schlecht und schlimm. Sowas bist du möglicherweise nicht, aber es gibt Menschen, die daran festhalten. Falls du daran festhältst, dann könnte man vielleicht etwas daran machen. Also das Schlimmste im Leben und nicht in der Vorstellung dessen, was schlimm sein könnte. Man kann sich alles Mögliche ausmalen, was schlimm ist. Und dann ist man auch in einem Szenario drin,
dass ich vielleicht zur Verselbstständigung, sondern ich meine das, was wirklich dann schlimmerweise eben passiert ist in deinem Leben. Und das ist auch so eine Frage, die ich oft Klienten stelle. Bei allem, bei aller Konflikthaftigkeit, wenn ich sehe, sie sind eigentlich bewältigungsfähig, sie können mit Dingen umgehen, sie stellen sich Thematiken, sie leben ihr Leben und sie kriegen ihr Leben einigermaßen auf die Reihe, dann stelle ich vielleicht die Frage, was war wirklich das Schlimmste? Und dann sagen sie, ja, das Schlimmste war das und das. Und dann gebe ich denen so den Hinweis, okay, lass es ab und zu kommen, wenn es sein will. Aber mach das nicht künstlich so, sondern wenn es hoch, wenn es da sein will, dann ist es gut. Und wenn nicht, dann ist es eben auch gut. Aber denk immer dran, es gibt eben dieses Schlimmste. Und im Angesicht dieses Schlimmsten, das du erlebt hast, sind alle deine anderen Konflikte und Probleme im Leben eigentlich nicht Peanuts, ganz sicherlich nicht. Die sind Probleme und Konflikte, die es zu lösen gilt oder mit denen man umgehen muss, die man bewältigen kann. Aber sie sind gemessen daran eigentlich nichts. Und das gibt den Leuten oft den Mut, die typischen kleinen Konfliktlagen in ihrem Leben immer wieder anzugehen und nicht daran zu hadern und daran schon gar nicht zu verzweifeln, wenn sie dann zum Beispiel so etwas Schlimmes haben. Oder wie gesagt, wenn sie schlimme Schicksale von nahen Bezugspersonen auch erfahren und ihr eigenes Leid dadurch relativieren, dann ist es auch sehr interessant. Also dieser Anstoß.